Hallo, heute möchte ich Ihnen die Herstellung von Strudel zeigen. Wir werden zwei Variationen machen, einmal als Apfelstrudel und einmal als Topfenstrudel. Für unseren Strudelteig benötigen wir Mehl, Ei, Salz, Zucker, Öl und Wasser. So, wir geben jetzt einfach alle Zutaten zusammen und kneten dann einen schönen homogenen Teig. So, wir wiegen jetzt uns den Teig ab, einmal für den Apfelstrudel und auch gleich für die Topferstrudel. So, das Ganze, den wir jetzt mit ein bisschen Öl auf dem Tisch noch aufarbeiten, beziehungsweise auch in unsere Gärbox, wo wir jetzt den Teig dann reingeben wollen, die den wir auch schon leicht ausölen. So, und jetzt gehen wir her und geben auch dem Teig eine Spannung, machen das aber nicht rund, sondern wir werden es einfach gleich sauber einfalten. So, den Teig haben wir jetzt schön portioniert. Das Ganze stellt mir jetzt kalt. Am besten macht man das über Nacht, weil dann hat der Teig einfach richtig lange Zeit zum Entspannen und lässt sich dann auch richtig schön ausrollen und ausziehen. So, unser Teig konnte nun über Nacht im Kühlschrank ruhen. Das Ganze sieht jetzt so aus und wir können jetzt loslegen als erstes mit der Zubereitung vom Apfelstrudel. Dafür müssen wir als erstes unsere Füllung herstellen und wir brauchen Äpfel, gestiefelte Mandeln, ein brauner Zucker und etwas Zitronensaft. Die Äpfel müssen wir jetzt als erstes natürlich schälen, entkernen und schneiden. Ich mache es mir so ein bisschen einfacher, ich mache das mit dem Apfelschäler. Mit dem können wir nämlich hier einmal das Ganze entsteinen. Es ist geschält. Einzig, was man jetzt noch machen muss, das Ganze passend zuschneiden. So, jetzt nehmen wir uns von den großen Teigportionen. Wendet das einmal gleich Mehl drin. Und dann rollen wir zunächst einmal den Strudelteig aus. Ganz so dünn ausrollen wollen wir gar nicht können. Das heißt, wir gehen dann hin und ziehen den Rest dann von Hand aus. Dadurch, dass der Teig einfach gestern gemacht worden ist, ist jetzt super schön elastisch, zieht sich kaum mehr zusammen und vor allem er reißt auch später nicht. Arg viel dünner bringt man dann meistens gar nicht mehr mit dem Rollholz, aber beim Strudelteig soll der Teig richtig hauchdünn sein. Und deswegen gehen wir jetzt her und gehen mit dem Handrücken unter den Teig und können das Ganze jetzt einfach ziehen. In der Mitte beginnend auffangen und dann einfach nach außen ziehen. Sie merken, der Teig gibt schön nach und wird richtig schön dünn.
Was uns jetzt beim Aufbau der Helfer wird, ist, wir verwenden Leinertuch, weil der Teig ist jetzt sehr, sehr dünn. Und sonst haben wir das Problem, dass vielleicht der Teig irgendwie an der Tisch hinklebt. Mit einem Leinertuch haben wir das Problem einfach nicht. Und hier geben wir jetzt unseren Teig drauf. Und dann können wir das zunächst einmal mit Butter abstreichen, geben dann die Äpfel drauf und rollen das Ganze dann auf. Die Butter wird einfach im Topf geschmolzen und dann das Ganze dünn einstreichen. Jetzt rollen wir unseren Strudel auf. Wichtig ist, dass hier oben so die erste 5 cm Füllung ist, dass wir später den Strudel sauber verschließen können. Roller, den wir jetzt von der anderen Seite, das heißt erst ein bisschen rumklappen das Ganze und dann jetzt darauf achten, wenn man rollt, dass man schön Spannung einrollt, das heißt der Strudelteig schön nach hinten ziehen und dann erst rollen. Hinterziehen, rollen. Dadurch wird er auch nochmal richtig schön dünn, der Teig. Dann haben wir auch eine schöne Spannung dann auf dem Strudel. So, hier oben streichen wir das Ganze jetzt auch nochmal mit Butter ab, dass dann der Verschluss vom Strudel schön hebt. Bedeutet, ihr zieht auch hier den Teig nochmal ein bisschen vor und machen ihn hier oben fest. Wichtig, wenn wir jetzt aufs Blech tun, wir müssen das Ganze noch um 180 Grad drehen, dass hier auf diesem Schluss der Strudel liegt, dass er uns beim Bagger nicht aufgehen kann. Bevor wir das jetzt Ganze in den Ofen schieben, streichen wir das noch mit Butter ab. Und anschließend wird das Ganze dann gebacken auf einem geschlossenen Blech mit Dauerbackfolie. Als Zutaten für die Füllung für den Topfenstrudel benötigen wir Zucker, Butter, Eier, Stärke, Schichtkäse, Schmand, geschlagene Sahne, Limette und Vanille. So, als erstes verrühren wir die Butter und den Zucker mit der Stärke. Geben hier auch gleich unsere ganzen Gewürze mit rein. Dann schlagen wir das Ganze mit der Maschine auf und nach kommen die Eier rein. So, wenn der Butter die Eier schön aufgenommen hat, gehen wir jetzt her und geben als erstes unseren Schichtkäse rein. Wenn der drunter gearbeitet ist, der Schmand und ganz zum Schluss dann die Sahne.
Jetzt ist alles drin, bis auf die geschlagene Sahne. Und die heben wir jetzt vorsichtig von Hand unter. So, für unsere Topferstrudel nehmen wir jetzt unsere kleinen Teiglinge. Und da geht es jetzt genauso wie beim großen Apfelstrudel auch. Nur, dass man später eben hergehen wollen und das Ganze in den Partystangerform baggern möchtet. Das heißt, der Teigling sollte auch von der Länge her so lang wie die Form sein und von der Breite in etwas 3- bis 4-fache von der Form. Wenn der Teig einmal anfängt wieder zusammen zu ziehen, können Sie den Teig einfach auf die Seite legen, wieder 2-3 Minuten warten, bis er ein bisschen weiter entspannt ist und dann weiterziehen. So, von der Aufarbeitung ist es jetzt ähnlich. Wir nehmen so einen Teigling, legen wird auf ein Tuch, das uns nirgends ankleben kann und geben jetzt eben die Quarkmasse drauf. Und das Ganze wird dann verstrichen mit einer Winkelpalette. Und dann gehen wir auch hierher, rollen das Ganze auf. Allerdings jetzt ohne Spannung, sondern jetzt rollen wir das ganz locker auf. Auch hier wird der Ober mit Butterei streichen, dass der Schluss zu bleibt. Und dann setzen wir das Ganze in unsere Partystangerform. Die haben wir vorher ausgefettet natürlich. Für unsere Topferstrudel benötigen wir jetzt eine Sauce Royale zum Übergießen. Die besteht aus Sahne, Milch, Stärke, Zucker und Eier. Die Zutaten geben wir jetzt einfach alle zusammen. Rühre das dann mit dem Schneebesen durch und gebe es dann über den Strudel drüber. Natürlich wollen wir für unsere Strudel auch eine Vanillesoße herstellen. Dazu haben wir einmal Milch, wir haben Eigelb, wir haben Stärke, Zucker und eine Vanilleschote. Die Milch wird aufgekocht, das Eigelb wird eingerührt in den Zucker und so wird Milch kocht, die Masse einfach unterrühren und fertig ist Vanillesoße. So, die Vanilleschote kratzen wir jetzt aus, gebe einmal das Mark in unsere Milch mit rein. Aber nicht nur das Mark, sondern ich würde Ihnen auch empfehlen, die Schale mit rein zum Geber und beim Servieren dann einfach die Schale wieder aus der Vanillesoße rausnehmen. Eigelb, Zucker und Stärke verrühren wir jetzt einfach mit dem Schneebesen. Und so wie dann die Milch kocht, rühren wir das Gemisch in die Milch ein. Und dann ist die Soße eigentlich schon fertig.
Wichtig jetzt, das Ganze muss nochmal aufkochen. So, jetzt kocht das Ganze und dann nehmen wir es einfach runter. Bis wir es servieren, decken wir das Ganze noch mit der Frischhaltefolie ab, damit wir keine Haut bekommen. So, und nun wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen.